So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Digge. Ich habe gerade einen richtigen Schädel drauf und weiß gar nicht warum. Vielleicht, weil das Wetter immer zu umschlägt. Eben war die Sonne noch da, dann hat es geregnet. Jetzt ist die Sonne wieder da. Wir waren einkaufen. Was hat das alles zusammen zu tun? Nichts, genau, deswegen erzähle ich es euch. Wir waren einkaufen, dann auf dem Rückweg bei meinem Lieblings-China-Mann vorbeigefahren und da gab es ein Gericht, was ich die ganze Zeit schon mal probieren und testen wollte, weil ich das gar nicht kenne. Beim letzten Mal hatten sie das nicht, deswegen haben wir euch was anderes gezeigt. Jetzt haben sie es wieder da gehabt. Ich muss es euch kurz mal vorlesen, was es ist. Es steht nämlich nicht in der offiziellen Karte drin. Frittierte Lachsbällchen mit Reis als Beilage in rotem Curry und Gemüse, in Klammern sehr scharf. Das sehr scharf hat mich ja schon wieder angesprochen, weil was ist scharf? Ne? Manche sagen scharf ist scharf, manche sagen sehr scharf ist scharf. Dann kommt einer und sagt, das ist gar nicht scharf. Der nächste ist bei gar nicht scharf schon, oh, ist es scharf. Deswegen war ich da sehr interessiert, weil da sehr scharf steht, das mal zu probieren. Für 7 Euro steht auch neu dabei. Haben sie jetzt nicht immer gehabt, jetzt hatten sie es endlich. Frittierte Lachsbällchen. Soll ja wahrscheinlich gesund sein, wir packen es mal aus. Ich habe mir trotzdem die Samyang Buldak Extremely Soße mitgenommen, weil ich vielleicht so ein frittiertes Bällchen auch mal mit dieser Soße probieren möchte. Das habe ich ja eben mit diesem Hühnerfleisch, mit der Hühnerbrust beim letzten Mal auch gemacht. Das hat richtig gut dazu gepasst, die Hühnerbrust und die Samyang-Soße. So sieht das jetzt gerade hier aus. Es ist aber noch eingepackt, deswegen brauchen wir es euch eigentlich noch gar nicht zeigen. Wir müssen es erst auspacken. Das hat hier eine sehr coole Verpackung, kenne ich so nicht. Normal kommt ja immer alles in so Styropor-Packs. Das sieht jetzt aus wie ein Fertiggericht, ne? Da sind frittierte Lachsbällchen drin. Rotes Curry, müsste cremig sein, müsste sehr scharf sein. Hier Reis dabei. Pupsi hat eben mal kurz mit der Gabel in die Soße reingetunkt, probiert und gesagt, oh, das ist nix. Das ist ja nur scharf, da schmeckst du ja gar nichts mehr. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt wirklich so scharf ist, wie mir das schmeckt. Und ansonsten habe ich ja unsere super brutale, extremely spicy Buldak Soße. Jetzt denkt wirklich jeder, es ist ein Fertiggericht, wenn ich das so in die Kamera halte. Wir nehmen mal die Gabel. Wir suchen uns mal, was ist das hier dazwischen? Das scheint Gemüse zu sein. Also hier ist ein Pilz, ja. Das ist ein Pilz in Soße, den wir jetzt so einfach mal probieren. Ja, du merkst beim Essen auf jeden Fall, es ist sehr pikant. Dann wollte ich es gerade runterschlucken. Beim Runterschlucken hat sich irgendwie im Atem ist so eine heiße Note, eine scharfe Note entstanden, die einen kurz zum Husten die möchte, dass man hustet, ja? Ich kann es nicht überreden. Ja, man merkt auf jeden Fall, gerade bei dem Pilz mit der Soße, die ist präsent, die ist sehr pikant beim Essen, direkt im Mund, zaubert die dir was her, ist dabei sehr cremig, sehr angenehm, Schärfe ist da, es bitzelt ein bisschen und gerade wo ich dann das runterschlucken wollte und wollte wieder atmen, war mein Atem irgendwie so scharf oder so heiß, dass es schon richtig Husten verursachen möchte, sodass du dann machst und das ist auf jeden Fall ein richtig starkes Zeichen, dass halt wirklich sehr scharf ist, ja. Ich finde, man kann es essen, es ist angenehm, aber man könnte dazwischen öfters mal husten, um den Eindruck zu haben, dass das zu scharf ist. Ich weiß nicht, was ich dem Magen dann immer damit antue. Ich finde gerade von der Soße erstmal schön cremig. Man merkt eine Curry-Note, rotes Curry und vor allem auch scharf. Tunken wir mal jetzt hier in so ein Lachsbällchen, ein schönes Lachsbällchen mal komplett. Ich hoffe, das ist nicht zu heiß innen drin. Bisschen Reis dazu. Ein bisschen Gemüse hinterher.
okay insgesamt. Kannst du das essen? Passt. Es könnte sogar noch ein bisschen schärfer sein für mich. Deswegen werde ich gleich noch ein Lachsbällchen probieren mit der Samyang Buldak Soße. Muss jetzt aber kritisieren, mein Geschmack ist es leider nicht. Ich esse ja ab und zu mal Lachs, aber hier für mich passt der Lachs irgendwie nicht dazu. Ich hätte da wahrscheinlich gern auch wieder so Hähnchenfleisch gehabt oder so, so schön paniertes Hähnchenfleisch, überbackene Hühnerbrust mit Reis, mit diesem Gemüse, mit dieser scharfen, roten, cremigen Currysoße. Muss ich mal gucken, ob sie das auch haben. Ansonsten ist Lachs ja sowieso was Besonderes, was für Gourmets, also wer Lachs gern mag, der kommt hier auf seine Kosten. Der Lachsgeschmack ist nämlich sehr präsent. Ich merke fast von der scharfen Soße gar nichts mehr. Ich merke von dem Gemüse kaum was, weil der Lachs einfach so im Mund dann aufgeht. Gerade wenn du so ein ganzes Bällchen mit einmal nimmst, diese knusprige Hülle, diese knusprige Panade, ist auch gleich vergessen. Was präsent ist, ist der Lachs und der kommt wie eine Wucht daher und du hast nur noch so ein richtiges Lachsmaul. Deswegen ist mir das zu viel Lachs, da hätte ich lieber so ein Hähnchen, so ein zarter Geschmack, dass du den Rest von den anderen Sachen auch noch hast. Es ist nun mal Lachsbällchen, da muss man mit Lachsgeschmack rechnen. Das heißt, das ist eigentlich ein gutes Gericht. Wer gern Lachs isst, soll zugreifen. Ich wollte es probieren, weil ich es nicht kenne. Lachsbällchen frittiert, habe ich noch nie gesehen. Aber das ist mir doch zu lachsig dann im Endeffekt. Wir tunken das jetzt nochmal hier rein, dass wir nochmal ein ganzes Bällchen haben, auch mit dem Pilz drüber. Haben die Soße hier mal geschüttelt. Packen die jetzt hier drauf, die Samyang Buldak Soße, die Extremely. Ein bisschen Reis. Und das passt komischerweise sehr gut zu dem Lachs, weil du jetzt von dem Lachs so gut wie nichts mehr merkst, weil der Geschmack von der Samyang Buldak Soße diesen kräftigen Lachsgeschmack sogar noch übertönt. Und es macht nochmal, es zündet nochmal, es wird nochmal eine Stufe schärfer. Das ist richtig brutal. Wäre aber schade, dass man dann diese Currysoße gar nicht mehr merkt, wenn man sich jetzt die ganze Extremely Spicy Soße draufpackt. Man könnte höchstens die Lachsbällchen so rausnehmen, mit der Soße essen und dann die Soße mit dem Gemüse, mit dem Reis extra essen danach, dass man nicht diesen störenden Lachsgeschmack hat bei dem roten Curry, bei der Soße und dem Reis. Ich glaube, das werde ich jetzt genauso machen. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Vorhaut, ach du meine Güte. Euer Ramses. Mmm.